verrückt sein, Miss Penguin. Der Erbe des Raben. Kaum wird einer von denen erwischt, übernimmt seine Brut. Hey, Harold, hast du das schon gelesen? Harold? 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 Hörst du? Das ist ein schlechter Zeitpunkt für Späße. Bleiben Sie ruhig, ich bin Polizist. Ich bin auf Ihrer Seite. Ein Polizist? Was machen Sie hier? Und wo ist Harold? Harold, da hinten liegt eine ohnmächtige Wache. Das könnte er sein. Das Auge der Sphinx. Wo ist es? Es ist da. Oh, gut. Dann hat er es noch nicht. Etwa der Erbe des Raben? Shh, machen Sie die aus. Er will den Stein stehlen. Aber woher wissen Sie das? Das spielt keine Rolle. Wir werden dem Dieb das Handwerk legen, verstanden? Ja, aber... Verstehen Sie nicht, was das bedeutet? Sie und ich, Mann. Wir wären Helden. Gut, in Ordnung. Nun müssen wir... Was? Halt! Stopp! Sie sind verhaftet! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Dieses Mal mit einem, ja, anderen Adventure, einem neuen Adventure. The Raven, der Rabe, die Geschichte eines, ja, eines Meisterdiebes. Wie wir ja in der Anfangssequenz gesehen haben, drehte sich also um einen, ja, einen Meisterdieben, der eben, oh, ja, auf ganz besondere Weise wohl seine Diebstähle vollführt. Ich bin mal gespannt, was uns in diesem Adventure erwartet und, genießen wir noch ein bisschen den Vorspann. Sehen uns dann gleich wieder. Ich habe keine Zeit zum Spielen. Ich bin im Dienst. Hm. Du bist lustig, aber du siehst gar nicht wie ein richtiger Polizist aus. Du hast gar keinen Revolver. Ja, und da sind wir nun also mitten im Spielgeschehen. Wer jetzt von den beiden? Wir sind jetzt, naja, mal sehen. Sehen wir ja gleich. Was ich auf jeden Fall schon mal sehr bemerkenswert finde, ist endlich ein Adventure, das in einem 16:9 Format vorliegt. Wow, ich genieße es gerade so dermaßen, keine schwarzen Ränder links und rechts zu haben, sondern mal wirklich ein richtig gutes Vollbild. Lieber weiter so, Entwickler. Weiter so. So, dann, fragen wir einfach mal durch. Ah, okay, wir sind also er hier. Und wir fragen ihn in der dritten Person. Wer ist er? Er soll... Okay. Wie heißt du, Junge? Ich heiße Matthew Miller.
Und wo kommst du her, Matthew Miller? Aus Dillsburg, Pennsylvania. Aber jetzt wohnen meine Mom und ich in England. Sie kümmert sich um eine alte, reiche Frau. Und gerade sind wir auf dem Weg nach Venedig. Dort wollen wir mit einem großen Schiff fahren. Beeindruckend. Du hast ja schon die halbe Welt gesehen. Ich habe mein ganzes Leben in der Schweiz verbracht. Klingt ziemlich langweilig. Oh, in der Schweiz. Wie schön. Ihr spricht sogar ein bisschen Dialekt. Ach, das ist ja herrlich. Oh, Spielzeugpistole. Und was ist mit der Waffe? Wozu brauchst du die? Ich bin der Rabe. Der ist totgeschossen worden. Also brauche ich jetzt eine Pistole. Tote Vögel brauchen keine Waffen. Lebendige auch nicht. Weißt du etwa nicht, wer der Rabe ist? Er ist der größte Einbrecher aller Zeiten. Er hat Bilder aus dem Louvre geklaut. Und diese ganz wertvollen Eier mit Gold und Diamanten. Und Bobby Dobbs sagt, er hat die Kronjuwelen gegen Glassteine ausgetauscht. Ich weiß, wer der Rabe war. Auch wenn ich das mit den Kronjuwelen nicht ganz glauben kann. Naja, ist doch alles nur eine Geschichte. Weißt du, dass es heutzutage viel gefährlichere Einbrecher als den alten Raben gibt. Vor 2 Tagen wurde ein wertvoller Rubin aus dem britischen Museum gestohlen. Es gab eine Explosion. Eine Wache wurde dabei verletzt. Ehrlich? Tja, und weißt du, was die Presse schreibt? Sie reden zu viel, Wachtmeister. Zellner, Monsieur. Anton Jakob Zellner. Oder hat er Sie mit seiner Waffe bedroht? Nein, Monsieur. Abmarsch. Inspekteur Legrand, es ist mir eine große Ehre, mit einer Berühmtheit wie Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen. Wir sind der Schweizer Polizei dankbar für Ihre Unterstützung. Am besten bleiben Sie hier sitzen und behalten alles im Auge. Aber, Monsieur, Ihre Reise in diesem Zug ist doch mehr als ungewöhnlich. Hat es etwas mit dem Einbruch im britischen Museum zu tun? Nun wirklich nicht. Und der Tresor? Was hat es damit auf sich? Ich informiere Sie, sollten wir Ihre Hilfe benötigen. Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden. Sie finden mich den Rest der Fahrt im ersten Transportwaggon am Ende des Zuges. Ich bin nicht hier, um die schöne Landschaft zu genießen. Ich bin ein guter Beobachter. Und ich habe mir eine scharfe Kombinationsgabe angeeignet. Ach, mit dem da? Ich habe die Leute auf dem Bahnsteig in Zürich beobachtet. Ich weiß zum Beispiel, dass der Mann dort ein Geigenspieler ist. Das wäre beeindruckender, wenn er keinen Geigenkoffer neben sich liegen hätte. Und ich glaube, dass der Herr im nächsten Waggon ein deutscher Arzt auf dem Weg nach Italien ist, der dort eine neue Stelle annehmen will. Wie kommen Sie darauf? Auf seinen Manschettenknöpfen ist ein Esculap-Stab eingraviert. Und er hat ein Wörterbuch bei sich, deutsch-italienisch. Vielleicht macht er Urlaub in Italien, wandelt auf Goethes Spuren. Zu viel Gepäck. Und nein, er will auch nicht seinen Ruhestand in Italien verbringen. Die Koffer sind zu schäbig, als dass ich glauben würde, dass er sich mit Ende 50 seinen Ruhestand leisten kann. Also schön, Wachtmeister... Zellner. Wachtmeister Zellner, wenn Sie so ein cleverer Kerl sind, was tue ich hier im Zug? Tja... Er bewacht etwas. Ich denke, Sie bewachen etwas. Aha, und das wäre? Was immer im Tresor ist. Das kann ich nicht wissen, aber es muss sehr wichtig sein. Wieso? Sie sind sehr wichtig. Man würde Sie nicht auf den Fall ansetzen, wenn es sich um eine Lappalie handeln würde. Mal angenommen, wir würden in diesem Zug tatsächlich etwas sehr Wichtiges transportieren und es wäre mein Job, für seine Sicherheit zu sorgen. Warum wimmelt es dann hier nicht von Uniformierten? Keine Aufmerksamkeit? Sie wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Evident. Aber warum nicht? Tja, weil es eine Falle ist vielleicht. Es ist eine Falle. Ah, jetzt geht aber Ihre Fantasie mit Ihnen durch. Naja, schon irgendwie beeindruckend. Aber je weniger Leute involviert sind, desto besser. Wir kommen ohne Sie zurecht. Nein. Nein? Nein? Ich kann behilflich sein und ich werde behilflich sein. Sie befinden sich in meinem Land und ich bin abkommandiert worden, um Sie zu unterstützen. Genau das werde ich tun, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Clever und hartnäckig. Ihr Engagement ehrt Sie, Zellner. Aber bei diesem Fall habe ich das Sagen und ich brauche Sie nicht. Bon voyage. Aber woher wissen Sie das? Ups.
Oh, hallo. Du hast geschummelt. Was habe ich? Ich habe gesehen, wie du mit dem deutschen Arzt auf dem Bahnsteig gesprochen hast. Er hat dir alles von sich erzählt. Und du hast eben nur so getan, als hättest du richtig kombiniert. Und wenn schon, weißt du, wer das ist? Das ist Inspektor Nicolas Legrand. Den muss man beeindrucken, wenn man mit ihm zusammenarbeiten will. Ich werde ihm alles erzählen. Du würdest mich tatsächlich verpetzen? Und das an den Polizisten, der deinen Raben erschossen hat? Der war das? Mhm. Hat den berühmtesten Einbrecher Europas gejagt und getötet. Das war der Start seiner Karriere. Dem werde ich nichts erzählen. Würde ich auch nicht. Also gut, Matthew. Ich muss jetzt arbeiten. Alle nennen mich Matt. Naja, außer meine Mom. Die sagt Matty zu mir. Als wäre ich noch ein kleines Kind. Tja, woran mag das liegen? Ob Legrand mich dabei haben will oder nicht, ich werde die Augen offen halten. Vielleicht kann ich seine Meinung ändern. So, möchten Sie etwas über die Spielsteuerung erfahren, also das Tutorial? Natürlich wollen wir das, also bitte erklären. Um einen Gegenstand zu betrachten, klicken Sie ihn einfach an. Klicken Sie mal das Butterbrotpapier auf dem Tisch an. Das? Dieses? Okay. Heute früh dachte ich, ich hätte vor lauter Aufregung den ganzen Tag keine Ruhe. Gott sei Dank habe ich mir aber dann doch ein Butterbrot mitgenommen. Das stimmt. Also wenn man seine Figur hier betrachtet, diese hier, na, dann muss man wirklich davon ausgehen, dieser Mensch hat selten Hunger. Wenn Sie die Maus erneut über das Butterbrotpapier bewegen, sehen Sie, dass der Mauszeiger nun ein anderer ist und der Text am unteren Bildschirmrand nun lautet: Nimm das Butterbrotpapier. Klicken Sie erneut, um es aufzunehmen. Also, nimm das Butterbrotpapier. Nimm das Butterbrotpapier. Und dann essen? Ihh, da war doch Ekel drin. Boah, das hat er sich jetzt eingesteckt. Der hat naja Fettflecken auf seiner Uniform. Sehr gut, bewegen Sie den Mauszeiger nun mal an den unteren Bildschirmrand. Dort befindet sich das Inventar. Hier sehen Sie alle Gegenstände, die Wachtmeister Zellner bei sich trägt. Klicken Sie bitte das Butterbrotpapier mit der linken Maustaste an. So, jetzt fällt mir aber eins gerade auf. Das Butterbrotpapier schmeißt er weg. Aber diesen Apfel hier, diese Grütze, das nimmt er, das schmeißt er nicht weg, oder was? Also beziehungsweise tut er nicht wegräumen. Das ist eklig. Bah, eklig. Wir haben hier zwei Sachen. Ah, okay. Wo auch immer. Okay, das Butterbrotpapier. Sie können das Butterbrotpapier nun mit anderen Gegenständen benutzen. Bewegen Sie es über den Apfel. Aha, Apfelrest auf dem Tisch. Und klicken Sie mit links. Aha, jetzt. Also doch, jetzt holt es wieder raus. Okay, jetzt fällt das wieder auseinander. Okay, du musst es dahin. Okay, öffnen Sie nun wieder das Inventar und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Butterbrotpapier. Okay. Ich habe das Kerngehäuse ins Butterbrotpapier gewickelt. So kann ich es mitnehmen, ohne dass meine Hosentasche feucht wird. Trotzdem würde ich beides lieber nicht mit mir herumtragen. Ja, dann schmeiß es doch in den Mülleimer. Ich meine, da hängt ja einer. Hier, da ist doch ein Mülleimer. Natürlich können Sie auch Gegenstände innerhalb des Inventars miteinander benutzen. Klicken Sie einmal mit links auf die Papierserviette und klicken Sie dann im Inventar auf das Butterbrotpapier. Also, klicke die Klick und... Ah! Die Serviette war beim Croissant dabei, das ich mir am Bahnhof gegönnt habe. Die brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ah ja, da kommt also diese Croissant-Figur her. So, und jetzt... Und weg damit. Aha, jetzt endlich. Werfen Sie den Müll aus dem Inventar in den Aschenbecher? Auf dem Tisch des Wachtmeisters? In den Aschenbecher? Also da rein? Betrachte den Mülleimer. Das ist ein Aschenbecher. Das ist ein Mülleimer. Das hier. Das ist ein Mülleimer, so wie man ihn bis in die frühen 80er Jahre noch in manchen Zügen fand. Das hier ist ein Mülleimer. Das ist ein Ascher. Jetzt legt er also das, was hier vorher schön aufgereiht war, legt er jetzt wieder auf den Tisch. Ach, da ist doch... Jeder Tisch hat einen praktischen kleinen Mülleimer. Ja, den nennt man Aschenbecher. So muss man als Reisender nie seinen Platz verlassen. Ja, das ist ein Aschenbecher. Ein Aschenbecher.
ein Aschenbecher. Jeder Tisch hat einen praktischen kleinen... Ach so, soll ich das wieder anklicken hier? Das ist ein Aschenbecher und kein Mülleimer. Och Gott, das ist doch, Alter. Okay, das war doch gar nicht... Also dann. Hallo, ich habe noch nicht fertig gelesen. Naja, wir sind wohl durch mit dem Tutorial. Es geht weiter. Ach, jetzt ist sauber. Jetzt ist endlich sauber. So, was will er denn eigentlich? Okay. So. Ach ja, wir haben ja hier ein Inventar. Ja, da oben. Da gibt es genau auch da wo die 1000 steht. Das ist eine Punkteanzahl. Wir bekommen für gewisse Rätsel und Dinge, die wir hier tun, bekommen wir Punkte. Und diese Punkte kann man auch verlieren. Und zwar dadurch, dass man zum Beispiel die Hilfefunktion benutzt. Also Sachen sich anzeigen lässt, Hinweise aufdecken etc. Dann werden Punkte wieder abgezogen. Also zum Beispiel durch das Ding, ne? Steht ja auch jetzt unten, lasse dir alle aktuellen Hotspots anzeigen, du bezahlst dafür Adventure-Punkte. Also das ist etwas, was man wirklich eigentlich dann nur nutzen sollte, wenn man echt nicht mehr weiter weiß. Und ich denke mal, wir sollten versuchen, so weit es geht, darauf zu verzichten, die Hilfefunktion zu benutzen, sondern wirklich mal zu schauen, ob wir es denn vielleicht schaffen oder... Ich könnte denken, da wird es bestimmt mal hier und da mal ein kniffliges Ding geben, wo wir vielleicht dann doch die Hilfe benutzen. Naja, sehen wir mal weiter. So, dann haben wir hier das Notizbuch und hier das Ingame-Menü. Da wollen wir jetzt aber nicht hin, sondern wir möchten gerne hier hin. Und da steht die Rückkehr des Raben, Inspektor Nicolas Legrand und Legrands Falle. Okay, dann lesen wir mal die Rückkehr des Raben. Okay, Rückkehr des Raben. Dies ist das persönliche Notizbuch von Wachtmeister Anton Jakob Zellner. Sollten Sie dieses Buch finden, schicken Sie es bitte an die Polizeidirektion Zürich-Mitte oder werfen Sie es in den nächsten Mülleimer. Sie können es natürlich auch selbstverständlich benutzen, um ein Lagerfeuer zu entzünden oder es aus irgendwelchen sich darbietenden Fenstern zu werfen. Vielen Dank, Ihre Polizeidirektion. Okay. 23.09.1963. Aus dem britischen Museum in London wurde ein wertvoller Rubin gestohlen. Eines der beiden legendären Augen des Sphinx. Die Presse ist außer sich. Sie beschuldigt den neuen Raben, das Ansehen des alten Raben zu beschmutzen, weil es bei dessen Einbrüchen nie Verletzte gab. Okay. 24.09. Ach, Moment. Ah? Hä? 24.11. Okay. Ich habe es getan. Also 24.19.1963. Ich habe es getan. Ich bin aufgestanden und habe den Hauptmann geradeaus ins Gesicht gesagt, dass ich den Auftrag haben will. Er war zu überrascht, um zu widersprechen. Inspektor Nicolas Legrand bei uns in der Schweiz. Ja, das ist aber toll, ne? Das war ich. Das kann ich mir nicht entgehen lassen. Was er wohl hier will? Mal gucken, ob er dir das erzählt. London Post, 11.09.1963. Legrand jagt den Erben des Raben. Nach Informationen unserer Zeitung hat Nicolas Legrand, 33, französischer Sonderermittler bei Interpol, die Ermittlungen im Fall Erbe des Raben übernommen. Legrand gilt in Polizeikreisen als hartnäckiger Ermittler und geschickter spürend. Talente, die er erstmals vor 5 Jahren unter Beweis stellte, als der junge Polizist völlig überraschend Europas meistgesuchten Einbrecher den Raben stellen konnte. Bei der Verhaftung kam es zu einem Schusswechsel, bei dem der für seine genialen Einbrüche in der Bevölkerung bewunderte Einbrecher den Tod fand. Seit einigen Monaten treibt ein Drittbrettfahrer sein Unwesen, der zwar ebenfalls Rabenfedern an den Tatorten hinterlässt, ansonsten aber bei seinen Einbrüchen die Raffinesse des alten Raben vermissen ist. Bei den letzten 3 Einbrüchen wurden insgesamt 5 Personen verletzt, einer davon schwer. Scotland Yard, Interpol und Inspektor Legrand machen für ein Statement nicht zu erreichen. So, da haben wir noch die entsprechende... Anzeiger. So, das ist unser lieber toller Inspektor. Legrand sieht anders aus als auf den Fotos. Älter, abgekämpfter. Er ist immer noch ein erfolgreicher Spürhund, aber es gibt Gerüchte, dass seine Methoden in den letzten Jahren rücksichtsloser geworden sind. Tja, woran mag das wohl liegen? Legrands Falle. Legrand scheint dem neuen Raben eine Falle stellen zu wollen. Ich sollte mehr darüber in Erfahrung bringen. Okay,
Okay, was? Wer ist der Rabe? Finde Hinweise und ermittle, wer der Rabe ist. Ach, jetzt sollen wir den Raben suchen. Na, das wird... Geheimnis, da ist noch nichts. Okay, das wird natürlich schwierig vielleicht. Schauen wir mal. So, was ist denn hier mit ihm? Trachtet der Geiger ist jung und attraktiv. Und er fährt durch die schönste Berglandschaft der Welt. Kann nur hoffen, seine Geige ist besser gestimmt als er. Wo fährt er hin? Durch den Himalaya oder was? Das ist die schönste Bergregion, weil es die höchste ist. Naja, die Schweiz ist auch nett, klar. Was? Hallo, der Herr. Grüß Sie. Oh, guck mal, grüß Sie. Ein Schwitzer. Wer ist er? Ich sehe, sind Sie Geiger? Ja, das stimmt. Ein wundervolles Instrument. Die Musik der Geige spricht direkt zur Seele. Deswegen habe ich Sie spielen gelernt. Spielen Sie in einem Orchester? Nein, Orchester sind nicht meine Welt. Ein Solo-Geiger. Die Besten Ihrer Zunft kommen viel herum und verdienen eine schöne Stange Geld, wie man liest. Dann gehöre ich wohl leider nicht zu den Besten. Na, warum denn? Fahren Sie durch bis nach Istanbul? Nein, ich steige in Venedig um. Auf ein Schiff. Ich bin am Weg nach Kairo. Kairo? Ich spiele dort auf einer Vernissage im Ägyptischen Museum. Okay. Ich bin sicher, Ihr Auftritt wird ein großer Erfolg. Aber sagen Sie, ist Ihnen hier im Zug etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Etwas Ungewöhnliches? Personen, die sich verdächtig verhalten haben, zum Beispiel. Um Gottes Willen, gibt es einen Grund zur Besorgnis? Mhm. Alles in Ordnung, mein Herr. Wir Schweizer sind nur vorsichtige Leute. Verstehe. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Fahrt. Mhm. Danke sehr. Bitte sehr. Bitte sehr. Okay, gehen wir mal da hinten hin. Was haben zu wir da? Oh, oh. Danke. Was war denn? Oh, Verzeihung. Was war das denn? Kein Problem, die Uniform ist wasserfest, Mr. Lucien. Professor Edgar Lucien. Oh, ein Professor. Sind Sie Forscher? Arbeiten Sie vielleicht an der Sorbonne? Nein, ich arbeite im Britischen Museum in London. Was Sie nicht sagen. Ach ja, Einbruch im Museum, was? Ziel seiner Reise? Okay, Einbruch. Dann haben Sie den Einbruch vor 2 Tagen ja sozusagen hautnah miterlebt. Nein, das kann man so nicht sagen. Nein? Es hat einige Aufregung gegeben, aber ich habe mich nicht weiter darum gekümmert. Hä? In Ihrem Museum wird eingebrochen? Und es hat Sie nicht weiter gekümmert? Ja. Nun, mich interessiert kaum etwas, das in den letzten 2000 Jahren passiert ist. Ah, okay. Das ist ein Archäologe. Okay. Ganz wie Sie meinen. Der berühmte Inspektor Legrand ist im Zug. Ich vermute, Sie kennen ihn. Nein. Sollte ich? Sie kennen ihn nicht? Und Sie wissen auch nicht, was er hier tut? Nein. Warum sollte ich? Ich dachte nur... Sie als Vertreter des Britischen Museums? Ein bewachter Tresor im Zug? Es tut mir leid. Ich weiß nicht, worauf Sie anspielen. Und nun entschuldigen Sie mich bitte. Tja, Ziel der Reise. Darf ich fragen, wohin Sie fahren? Natürlich, nach Venedig. Ich treffe mich dort mit einigen Kollegen. Venedig? Eine wundervolle Stadt, wie man so hört. Gewiss, aber ich muss mich nun wirklich verabschieden. Ede. Nur eines noch. Ist Ihnen hier im Zug etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Hier? Im Zug? Nein, das kann ich nicht behaupten. Ich war allerdings auch fast die ganze Zeit in meinem Abteil. Okay. Ich will Sie auch gar nicht länger aufhalten. Aber Sie verstehen schon, dass mich vor allem die Gegenwart und da insbesondere der Einbruch ins Museum interessiert. Natürlich, natürlich. Es ist nur, ich habe es etwas eilig. Sie werden mir doch Bescheid geben, wenn Ihnen etwas Seltsames auffällt, Herr Professor. Aber natürlich, Herr Wachtmeister. Was? Was soll das? Ist etwas, Sir? Die Tür. Sie lässt sich nicht öffnen. Na, das werden wir gleich haben. Das Abteil ist abgeschlossen. Aber ich habe nicht abgeschlossen. Ich habe gar keinen Schlüssel. Ich habe den Steward gefragt. Der wollte mir einen bringen, ist aber nicht zurückgekommen. Irgendjemand hat abgeschlossen.
Finden Sie den Steward. Er soll mir sofort den Schlüssel bringen. Beruhigen Sie sich, Herr Professor. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Sie verstehen nicht. Ich muss in mein Abteil. Also schön. Warten Sie hier.